Ja, moin, ich bin Hanna, bin 33 Jahre alt, gebürtige Hamburgerin und mache jetzt zum zweiten Mal das Winterspektakel in Hamburg. Ich bin gelernte Maßschneiderin und Modedesignerin und habe das letzte Mal auch die Kostüme noch zusätzlich gemacht. Diesmal haben wir uns sehr konzentriert, dass wir diese Dreifaltigkeit noch besser und noch ausgeklügelter sozusagen hinbekommen. Mignon ist genauso eine Hamburger Firma, die eben mit dem Kinder- und Jugendzirkus gestartet ist. Das hat mein Vater ins Leben gerufen und wir drei Kinder mit meinen beiden Brüdern machen wir das jetzt weiter und haben deshalb überlegt, wie können wir das vereinen. Mein einer Bruder ist Koch, ich habe immer die Events auch geleitet und der dritte quasi haben wir zusammengelegt und haben gesagt, Mensch, was können wir für Hamburg kreieren und haben eben unsere Qualitäten eigentlich zusammengewürfelt und gesagt, Mensch, wir haben diese tolle Location hier, diese Örtlichkeit, lass doch genau das endlich mal für die Hamburger öffnen. Wie viele Personen sind denn hier beim Hamburger Winterspektakel beschäftigt? Wie viel braucht man für alles? Doch, viele. Also wenn man sich umguckt, ist es einfach für jedes Fahrgeschäft, für jede Bude, für jeden Glühwein, den wir rübergeben, aber auch fürs Kinderschminken hinter der Bühne, damit die Backstage funktioniert, die ganzen Artisten. Es sind wirklich viele. Also ich kann es gar nicht hochzählen, aber es sind sicher über 50, 60 Personen, die hier mit teilhaben. Zum Winterspektakel haben wir im Sommer eben hier auch Veranstaltungen. Wir machen im Sommer die Konzerte auf der Trabrennbahn. Wir haben mehrere kleinere Locations, wo wir eben genau die Köche und alle beschäftigen und nutzen. Das heißt, das ganze Team ist das ganze Jahr beschäftigt, was ich ganz schön finde, dass wir nicht nur so ein saisonales, so ein Betrieb haben, wo wir eben nur für die Zeit Leute buchen, sondern das sind wirklich Köche, die seit 10 Jahren bei uns mit im Betrieb sind. Ja, eigentlich ist das, was die Besucher erwartet, um diese Show herum. Das heißt, eigentlich holt man sich ein Ticket für eine 70-minütige Artistenshow. Aber wir haben gesagt, Mensch, das reicht uns nicht. Wir wollen noch, dass die Kinder genau, was wir hier überall sehen, aktiv werden. Nicht nur zuschauen, sondern eben genau das nachmachen, erleben können, was sie eben in der Show gesehen haben. Und genau das, dass man nicht nach Hause kommt und dann noch Abendbrot essen muss, sondern auch noch einen schönen Flammkuchen sich holen kann, mit der Familie verweilen. Wir haben so eine besondere Zeit jetzt wieder um die Weihnachtszeit herum, dass man eben einlädt zum Verweilen, zum Aktivwerden, zum Zuschauen. Das ist eigentlich diese Dreifaltigkeit des Jahrmarkts, der Show und eben dieses Food and Drink Courts, genau. Ich bin richtig stolz, dass wir es so weit geschafft haben, dass es wirklich sich weiterentwickelt hat, dass wir nicht gesagt haben, Mensch, 2019 und jetzt gucken wir dies Jahr mal, sondern es sind wirklich neue Attraktionen dabei, es sind neue Foodstände dabei, es ist eine sensationelle Show, also dass wir wirklich daran arbeiten, dass ich mich freue, das nächstes Jahr auch wieder in Hamburg machen zu dürfen. Also, ich bin Robert, ich kümmere mich hier um die fliegenden Bauten, die ganzen Zelte, in denen das hier alles stattfindet. Und habe jetzt gleichzeitig noch ein bisschen die Fahrgeschäfte hier mit übernommen. Und im Prinzip die ganze Anlage hier aufgebaut und kümmere mich um die technische Durchführung von dem ganzen Spektakel, das hier stattfindet. Also, bei dem Showzelt handelt es sich um einen Sechsmaster, der inzwischen gut 35 Jahre alt ist, wurde von Canobbio in Italien gefertigt, hat schon viel gesehen, stand auf dem Tollwood Festival in München früher, Jazz Festival in Moers und war bis vor einigen Jahren das Showzelt für den Dresdner Weihnachtszirkus.
jetzt hier aufgebaut als Sechsmasten-Zirkuszelt mit den Maßen 56 Meter mal 46, also gut 2000 Quadratmeter Grundfläche. Die Sitzeinrichtung ist noch älter, die ist gut 40 Jahre alt und bietet jetzt gerade, so wie es aufgebaut ist, Platz für bis zu 1800 Personen, wobei wir hier für die Show das alles ein bisschen lockerer verkaufen und eigentlich maximal 1400 Gäste hier raufsetzen möchten. Und dann haben wir eigentlich eine schöne Auslastung und jeder hat noch gemütlich Platz zum Sitzen. Fürs letzte Winterspektakel, für das erste Winterspektakel, wurde die Tribüne noch einmal groß überarbeitet. Das heißt, alle Sitzbänke wurden nachträglich gepolstert, sowohl die Bänke als auch die Rückenlehnen. Genau, damit man damit trotz der nostalgischen Geschichte ein bisschen am Puls der Zeit bleibt. Ja, der Bob Express und der Kettenflieger wurden auch Stück für Stück einfach immer wieder erneuert und modernisiert, was natürlich ein bisschen im Verborgenen stattgefunden hat. Das heißt, nach außen hin hat man ein bisschen versucht, das Alte noch zu erhalten. Der Bob Express zum Beispiel, der wurde 2017 fast komplett neu aufgebaut. Das heißt, diese ganze Rückwand und Vertäfelung, das wurde alles 2017 neu gemacht. Beim Antrieb ist es so, zum Beispiel haben wir bei beiden Geschäften immer noch diesen, man sagt dazu, diesen klassischen Salzwasseranlasser, der früher gang und gäbe war. Und das Ganze aber eben kombiniert mit den aktuellen Anforderungen von TÜV und Technik. So, das heißt, trotzdem eine Drehzahlüberwachung und diese ganzen Geschichten, die halt heute elektrisch dargestellt werden durch aufwendige Schaltkästen, so, aber die Basis ist trotzdem eigentlich immer noch die, wie man es früher gemacht hat. Wir haben beim Bob Express einen Motor, der ganz normal über Strom bekommt der Motor seinen Strom und beginnt zu laufen. Und dann haben wir darunter eine Kiste, die ist gefüllt mit Salzwasser. Und da tauchen im Prinzip, um das jetzt mal einfach darzustellen, drei Stahlplatten ein, ganz vorsichtig. Und damit wird im Prinzip der elektrische Widerstand geregelt. Und je tiefer man die Stahlplatten dort eintaucht, in dieses Salzwasserbecken, umso schneller dreht sich im Endeffekt das Karussell. Das ist sowohl beim Bob Express als auch beim Kettenflieger so. Und damit regelt man dann halt die Geschwindigkeit der Geschäfte. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Warme. Kommt mal mit. Genau, hier kommen gerade die ganzen Gäste aus der Show. Und wir können uns einmal das Zelt von drinnen angucken. Ich würde sagen, kommt mal mit ins Warme. Oh. Genau, hier drinnen haben wir eben die zweite große Attraktion, sage ich jetzt mal, zum Jahrmarkt. Ihr habt das draußen jetzt einmal gesehen. Hier drinnen haben wir ein Mini-Riesenrad. Hier finde ich ganz schön die Schiffsschaukel. Das ist wirklich alles noch von Hand betrieben. Das wird mit der Hand gebremst. Was einfach sensationell ist, dass man das hier indoor aufgebaut hat. Im Hintergrund seht ihr überall diese kleinen Foodstände. Das sind alles so kleine Food-Container, wo es einen Flammkuchen gibt und weiteres. Auch an die ganz Kleinen ist gedacht, haben wir überall so kleine Karussells aufgebaut, wo die Eltern einfach umsonst das anmachen können, damit die einfach, auch wenn die Show vielleicht zu lang ist oder so, können die hier verweilen und sich das angucken. Und ich würde sagen, wir können ja mal ins große Showzelt gehen und gucken. So, dann gehen wir hier einmal ins Showzelt. Hallo! So, und hier findet dann die große Show statt.
Und dann würde ich sagen, übergeben wir einmal an den Regisseur. Mein Name ist Björn Breckheimer, ich bin Regisseur des Winterspektakels hier, der Show. Ich bin auch jetzt ganz neu nach Hamburg gezogen und bin total froh, jetzt auch ein Kind dieser Stadt zu sein. Was macht denn den Reiz als Regisseur beim Winterspektakel aus? Ja, mit so vielen unterschiedlichen Artisten, Künstlern, Gewerken hat man eigentlich total selten zu tun. Wir haben hier Live-Musik, wir haben, ich sag mal, den klassischen Zirkusartisten auf der Bühne. Wir haben aber auch Leute aus dem Bereich Breakdance, einen BMXer, einen Skateboarder, wir haben Tanz drin. Also so breit gefächert habe ich bisher noch nie gearbeitet. Und das ist nicht nur der Reiz als Regisseur, das ist, glaube ich, auch der Reiz als Zuschauer, hierher zu kommen. Weil was man hier geboten bekommt, gibt es so, glaube ich, noch nicht. Also ich habe es so noch nie erlebt, alles auf einer Bühne. Hat denn die Show eine bestimmte Geschichte? Gibt es da einen roten Faden? Ja, den roten Faden haben wir. Das ist natürlich immer schwierig, mit so vielen verschiedenen Künstlern, die ja auch alle teilweise schon mit fertigen Nummern zu kommen, dann wirklich eine Geschichte durchzuerzählen. Wir haben einen roten Faden, an dem ich mich herangehangelt habe. Und der soll so ein bisschen auch aufzeigen, ohne mit dem Zeigefinger, aber so ein bisschen aufzeigen, dass man ganz oft auch im Alltag den Blick für das Schöne verliert oder gerade für die Kunst, die so eine wunderbare Stadt wie Hamburg auch bietet. Und unser Ziel war es, diese Kunst der Straße auf die Bühne zu holen. Deswegen machen wir eine Street Art Show, eine Urban Show, wo Künstler auf der Bühne stehen, die alle zumindest mal als Straßenkünstler angefangen haben oder teilweise sogar noch als Straßenkünstler tätig sind und wollen die ganze Vielfalt der Artistik und der Kunst auf die Bühne bringen, die es eigentlich in Hamburg auch an vielen Ecken auf der Straße zu sehen gibt. Gibt es noch Besonderheiten jetzt zum Bühnenbild und zu den Accessoires oder zur Technik oder gegebenenfalls Spezialeffekte? Ja, alles will ich nicht verraten. Wir haben natürlich so ein paar Spezialeffekte haben wir drin. Das Bühnenbild haben wir bewusst im Urban Style gehalten, haben also viel mit Hafencontainern gearbeitet, wollten auch so ein bisschen diesen Hamburg-Straßen-Look auf die Bühne bringen. Eins unserer Besonderheiten ist, was es letztes Mal wahrscheinlich noch nicht gab, ist die Filmprojektion, die wir auch auf der Bühne haben. Also wir arbeiten auf der Bühne natürlich mit auch viel mit Lichteffekten. Wir haben eine Feuershow drin, wir arbeiten mit den Filmprojektionen, kleine Kurzfilme werden gezeigt und wir haben dann natürlich noch noch die Live-Musik auf der Bühne, die noch mal eine ganz andere Geschichte noch auf die Bühne bringt. Wie lange oder seit wann habt ihr denn die Show geprobt? Und
Ja, das war wohl das größte Unterfangen, weil es hier nicht wie in anderen Shows möglich war, dass wir jetzt 2 Monate durchproben. Wir haben natürlich das Glück, dass viele Artisten auch schon fertige Nummern haben, die wir nur modulieren mussten, dass sie reinpassen. Und wie wir ja alle wissen, ist das gerade mit den ganzen Heizkosten und alles, was auf uns einprasselt, auch nicht gerade risikoarm, so eine Show auf die Bühne zu stellen. Und dass Mignon gesagt hat, wir machen es trotzdem, ist super. Das hat aber für uns bedeutet, dass wir in einem kurzen Zeitraum proben mussten, was jetzt im Nachhinein aber auch super war, weil wir dadurch viel enger zusammengewachsen sind und konnten die Show Stück für Stück weiter zusammenbauen und erneuern, und es hat sich dann nicht so tot geprobt, was man ja auch manchmal hat. Aber wir hatten eigentlich nur knapp eine Woche. Das heißt, es wird ja dann sicherlich nächstes Jahr auch wieder das Winterspektakel geben, auch wieder mit dieser Show, aber das wird dann doch bestimmt eine andere Show sein. Ja, wir wollten natürlich jetzt erstmal das dieses Jahr auf die Bühne bringen, bevor ich mich mit nächstem Jahr beschäftige. Also es wird ein nächstes Jahr geben, aber ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie die Show aussieht. Aber natürlich wird es was anderes geben. Wir wollen ja nicht jedes Jahr das Gleiche machen. Oui, oui, et toi, faut la pizza, arrêtez là. C'est mieux, vous aimez pas vraiment.